Ja, wie wichtig ist das, solche Übungen hier zu machen, auch wenn man jetzt hier irgendwo auf dem Parkplatz steht und sich gedanklich ganz woanders bewegt? Wie wichtig ist das eigentlich? Also zum einen bewegt man sich gedanklich genau hier in der Lage, weil über viele Stunden man sich sehr konzentrieren muss auf die Lage, die einem vorgegeben ist. Das bekommt man in der Praxis erfreulicherweise ganz, ganz selten geboten. Und aus dem Grunde sind solche Übungen wichtig, denn es müssen das Zusammenspiel unterschiedlichster Menschen aus unterschiedlichsten Fachbereichen, die technischen Einsatzmöglichkeiten, die man hat, die Kommunikationsmittel, alle geprüft und optimal zur Zusammenarbeit gebracht werden. Das ist nicht immer ganz einfach und deswegen sind diese Übungen unheimlich wichtig und ich sage unverzichtbar. Sie sind erst 33 heute. Was heißt das eigentlich für den Laien mal erklärt? Schleswig-Holstein hat in seinen Dienstvorschriften für den Katastrophenschutz den Bereich Einsatz, den es in einer technischen Einsatzleitung gibt. Dort gibt es einen S3, der den gesamten Einsatz leitet. Und der hat dann darunter wieder den S31, der für die gesamte Feuerwehr zuständig ist, den S32, der den Löschzug Gefahrgut leitet, den S33, das ist derjenige, der sich um alles kümmert, was mit dem Menschen zu tun hat. Also dem unterstehen dann der Rettungsdienst, der Sanitätsdienst, also die Katastrophenschutzkräfte für den medizinischen Bereich und der Betreuungsdienst. Und dann gibt es den S34 für die schwere Bergung, also im Klartext das technische Hilfswerk. Nun ist diese Übung ja ein Flugzeugabsturz. Wie weit sind Sie jetzt in der Übung? Ist die Lage schon soweit bewältigt oder sind wir noch mittendrin jetzt? Also wir sind zwar noch mittendrin, aber es sind jetzt sämtliche Strukturen geschaffen. Alle Probleme, die aufgetaucht sind, werden mittlerweile abgearbeitet. Und genau dieses Abarbeiten, das spielt jetzt eine Rolle. Das ist aber jetzt Routine für die Einsatzkräfte, die halt ihren Dienst machen und wo wir dann rollierende Systeme haben, wo Einsatzkräfte dann eben abgelöst werden müssen oder in meinem Bereich die ganzen Rettungsfahrzeuge und die Hubschrauber Patienten wegbringen in Krankenhäuser, die wir zuweisen, wieder zurückkommen, die nächsten Patienten holen. Das sind dann eingespielte Abläufe. Insofern ist von der Führung jetzt etwas weniger zu entscheiden und etwas weniger hektisch. Und jetzt können wir uns auch um Probleme kümmern, die ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, nämlich die Betreuung derjenigen, die nicht verletzt sind, die lediglich betroffen sind, dafür sorgen, dass die untergebracht werden, dass die gut über die nächste Nacht kommen. Das sind alles so Dinge, die wir jetzt vorbereiten können. Dann haben wir die ja alle ausgearbeitet, diese Übung. Es ist ja eine von denen. Funktioniert das so? Klappt das so, wenn man die spielen soll? Wir sehen es ja immer nur von der anderen Seite aus. Nein, das klappt insgesamt schon ganz gut, weil alle eingesetzten Führungskräfte hier ja auch im wirklichen Leben, zwar ehrenamtlich, aber vor solche Lagen gestellt werden. Im Normalfall nicht in dieser Größenordnung. Aber wir sind halt alle darauf geeicht, zu improvisieren innerhalb natürlich vorgegebener Strukturen, die wir auch regelmäßig üben, uns fortbilden. Und der Höhepunkt ist dann eben ein solches Planungsseminar, was natürlich sehr aufwendig ist, kostenaufwendig und zeitaufwendig, das deswegen auch nur einmal im Jahr gemacht wird. Aber nur wer sich bereithält und ständig übt, der kann auch, wenn es darauf ankommt, gute Leistung bringen. Okay.